Hallöchen und herzlich willkommen zur zweiten Etappe der Dubai-Rundfahrt. Heute geht's von, wer hätte's gedacht, Dubai nach Dubai über 178 Kilometer. Ja, es ist zurzeit ein bisschen viel Rennhopping für alle, die es vergessen haben. Wir haben die erste Etappe bereits abgeschlossen. Dort wurde Jauheni Hutarovic 7., Rafa Stewie 9., Biedermann, ja, 14. Matteo Trentin führt nach dem Etappensieg auf der ersten Etappe auch in der Gesamtwertung. Und wir wollen heute mal versuchen, mit Giuliano Camberei in die Ausreißergruppe des Tages zu gehen. Thomas Vöckler und Corset, den ich jetzt gar nicht kenne, verfolgen uns direkt mal. Und auch noch ein paar andere wollen da mit reinhalten. So, Camberei ist erstmal alleine vorne. Muss jetzt mal schauen, wo er bleibt. Jetzt zusammen mit Vöckler und mit Corset. Serge Pauwels fährt hinterher. Auch Van Kersbulk, der kann lange Solofluchten, hat er letztens erst bei der Tour bewiesen. Noch einige andere fahren hier mit. Paterski versucht, Björn Thurau, Krag Andersen. Ey, die wollen mir auch echt das Leben zur Hölle machen. Und hier der Gedopte, André Cardoso mit dabei. Naja, aber zum Thema Doping habe ich schon so viele Worte verloren. Das mache ich jetzt nett. Nochmo. Also Vöckler und Corset haben hier kein Interesse daran, die Gruppe irgendwie weiter weg als nötig kommen zu lassen. Und damit haben wir jetzt also eine 11-köpfige Spitzengruppe. Das ist doch mal ein Statement. Und Maximilian Schachmann versucht für Team Quickstep das Rennen jetzt ein bisschen zu kontrollieren, zu neutralisieren. Und ja, wir schauen mal, was wir hier hinkriegen. Giuliano Camberei natürlich nicht zufällig ausgewählt für diese Spitzengruppenmission. Das Tempo ist zu erbitterlich, gerade für Vöckler, ist schon klar. Denn er ist wahrscheinlich, wir gucken uns erstmal um, bevor wir das hier sagen. Pauwels ist nicht schlecht, oh je. Wenn ich mir es hier anschaue, dann haben wir, ach du Scheiße. Dann haben wir gute Konkurrenz. Natürlich habe ich hier den, ach du liebe Zeit. Den Camberei in erster Linie ausgewählt, weil er eben ein guter Sprinter ist. Heißt, wenn es hier in der Gruppe zu einem Endspurt käme, man hört den Konjunktiv, dann ja, aber da wir jetzt hier so jemanden wie Krag Andersen drin haben und irgendwie die ganze Gruppe ganz gut ist im Sprint, ja, hat sich das auch schon wieder erübrigt. Vielleicht ist aber auch die Gruppe nicht gut im Sprint, sondern wir sind einfach unterdurchschnittlich schwach im Sprint. Das ist ja alles immer Auslegungssache, ne? Würde ich mal sagen. Also es kann natürlich auch so rum sein. Keine Frage. So, Tempo ist hoch. Aber auch im Feld. Da haben sich schon einige eingereiht, um die Arbeit zu vollführen. Für ihre Kapitäne, für ihre Sprinter. Sind ja dann doch einige dabei hier in diesem Rennen. So, Sprintwertung gab es bereits. Habe jetzt mal nicht drauf geachtet, wer die hier gewinnt und wer nicht. Weil mir das ziemlich egal ist, ehrlich gesagt. Es geht hier um einen Etappensieg. Verkackte Kacke, ey. Es geht ja allgemein mal darum, ein Rennen zu gewinnen. Bislang sind wir da so weit von entfernt. Das Traurige oder das Krasse ist ja wirklich, am nächsten dran war nicht Hutarovic, nicht Verwacke, nicht Brajkovic. Oder irgendwer von unseren guten Fahrern. Nein, am nächsten dran war wirklich Al-Ali Ibrahim. Mit seinem Fluchtversuch bei der letzten Etappe der San Juan-Rundfahrt. Da hätte er beinahe den Sieg geholt. Aber auch nur beinahe, leider Gottes. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dass dieser Mann hier mit diesen Werten tatsächlich am allernächsten dran war. Gut, der hat eine sehr gute Form. Auch immer noch. Also, ja. Muss man sagen, es kommt nicht von ungefähr, nicht komplett. 3 Minuten Vorsprung hat die Gruppe noch, 100 Kilometer sind es noch bis ins Ziel. Also das sieht nicht so aus, als würde das hier irgendwie zum Erfolg führen. Ja, bislang zickt hier niemand rum. Es ist sehr interessant, weil normalerweise zicken die ja auch, wenn man die Arbeit gut macht. Heute ist es komplett andersrum irgendwie. Nicht nur hier, sondern auch schon bei der Flucht von Al-Ali
war es ja auch schon so. Da haben wir eigentlich die Führungsarbeit viel zu schwach gemacht, aber es hat irgendwie keinen interessiert. Ich muss echt mal nachgucken, was das mit den Werten von Hodarovic ist. Ob das jetzt eben zeitlich begrenzt ist oder ob das jetzt immer so sein soll. Das würde mir nämlich Angst machen. Wie viele Punkte gibt es hier eigentlich im Zwischensprint? 6. Wie viel gibt es im Schlusssprint? 25, aha. Okay, gut. Wollt's ja nur mal wissen. So, bislang klappt hier alles super. Die Gruppe macht das Tempo anstandslos. Auch wenn wir hier eigentlich nichts machen. Wenn mal einer keine Führung machen kann, dann auch wirklich nur, weil es nicht mehr kann. Nicht, weil es nicht mehr will. Weil wir uns hier im Windschatten der Gruppe ausruhen. Also bislang läuft das eigentlich in unserem Interesse hier vorne. So, eine Ablösung können wir ja mal mitfahren. Nö, das Tempo ist zu hoch. 75 reicht dann nicht, um eine Ablösung zu fahren. Ja, also ich denke mal, heute kommen die Ausreißer nicht durch, wie es aussieht. Das Tempo im Feld, ach du Scheiße, was hier auch für ein langer Zug schon wieder ist, um die einzuholen. Der Wahnsinn. Sah auch gerade nach Seitenwind aus, aber unsere Mannschaft ja, hält sich noch gut. So, 36 Kilometer, ihr wisst ja, die letzten 30 Kilometer seht ihr bei mir, wie gewohnt, in der normalen Geschwindigkeit und nicht in der schnellen. Und zum ersten Mal fällt der Vorsprung auf unter 2 Minuten. Was nicht gut ist. Hofstetter oder Ofstetter, keine Ahnung wie der heißt. Macht das Tempo für Kofidis. Haben die auch einen dabei, der hier sprinten kann? Laporte zum Beispiel. Senechal, Sub, Van Bilsen auch ein Sprinter. Ja, die haben sogar einige mit dabei, die das hier könnten. Theoretisch. Aber ich glaube, ich fürchte, die Gruppe wird eingeholt. Was natürlich sehr schade ist, aber was nicht zu vermeiden ist irgendwo. Bei diesem Tempo, dass das Feld eben anschlägt. Wobei lustigerweise kam Beret vom grünen Balken her und auch sonst genauso ausgeruht ist wie die Leute im Feld. Also das hat sich heute richtig gelohnt, dieser Ausreißversuch. 20 Kilometer noch. Noch immer 1,24 bis ins Ziel. Es ist nicht unmöglich. Es ist definitiv nicht unmöglich. Aber es ist auch nicht sehr wahrscheinlich. So, ich würde sagen, hier beginnt es wieder. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt erstmal nicht. Sonst hätten wir nämlich gleich ein Problemchen. So, wir machen das Ganze wieder ähnlich wie gestern. Jetzt warten wir noch, dass hier Spengler die Flaschen mal ranbringt. 1 Minute 18 Vorsprung noch. Wo ist Spengler? Da kommt er endlich. Der ist jetzt sehr wichtig. Camberet, immer noch eine Minute Vorsprung hier. Immer noch eine Minute. 13 Kilometer vorm Ziel. Es kann theoretisch reichen. Es kann reichen, es muss nicht reichen. Ey, Spengler, jetzt bring doch mal die Flaschen an den Mann. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Immer noch eine Minute. Camberet ist hier vorne mit drin. Der hat die Möglichkeit. Der ist noch ziemlich ausgeruht. Was heißt denn hier ziemlich? Der ist so ausgeruht, als käme er gerade erst aus dem Urlaub in Mallorca. Oder so. So in der Art jedenfalls. Ihr könnt euch vorstellen, wie ausgeruht dieser Mann jetzt ist. Komm, Hadi, mach du's. Scheiß auf Spengler. Der kriegt's nicht hin. Wir müssen ja überhaupt noch welche bringen. Al-Ali, ja, ist ja klar. Ist ja logisch. 6,5 Kilometer. Die Gruppe kann es schaffen. Camberet kann es schaffen. Ich meine ja nur. Ein ja nur, dass es nicht unmöglich ist. So, 5 Kilometer noch.
Hallo? Folgst du dem mal? Ist dir scheißegal, was ich hier klicke, ne? Ist dem so scheißegal. Unfassbar. Ich habe selten jemanden gesehen, dem alles so scheißegal war. Wie kam der Ray gerade? Ich glaube, ich kacke jetzt mal wirklich auf den Sprint da hinten. Weil hier vorne kann wirklich was gehen. Hier kann jetzt definitiv was gehen, Alter. Und hier kann einiges gehen. Wenn der halt irgendwie mal sich ein Hinterrad krallen würde, aber das macht er nicht. Jetzt macht das, aber jetzt könnte es zu spät sein. Wir versuchen mal Vöckler zu folgen. Der hat hier einen guten Antritt. Komm, 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 komm. Tu's, tu's, tu's. Auf geht's, Camberay, Giuliano, Camberay. Und jetzt muss der Sprint kommen und er muss sitzen und Camberay geht links raus. Camberay ist jetzt vorne. Thurau wird da mal ganz locker die Tür zugemacht und Camberay, Giuliano Camberay sorgt für den ersten Sieg für Team Austria Cars auf der Dubai Tour. Ach du Scheiße, ich vernachlässige jetzt mal komplett den Hauptsprint, den Hauptfeldsprint, oder? Ja, die sind eh schon drin. Hadi kommt ziemlich weit vorne an, dafür, dass wir nichts gemacht haben. Also mal komplett vernachlässigt. Ist auch drauf geschissen. Giuliano Camberay schafft es. Er schafft es. Alter. Alter. Ein bisschen asoziale Linie im Sprint, keine Frage. Es war ultra knapp, keine Frage. Björn Thurau käme hier fast noch mal raus, keine Frage. Aber es ist okay, wir haben nicht die Fahrbahn gewechselt. Wir sind auf unserer Linie geblieben. Und Giuliano Camberay hat kaum Führungsarbeit gemacht. Eigentlich schon ziemlich asozial, muss man sagen. Aber der Sprint war genial und die Gruppe hat sich nicht beschwert. Von daher, tja. Camberay holt sich hier den Sieg, einen dreckigen, keine Frage, aber sorry Leute, hatet mich in den Kommentaren, macht das ruhig, ist mir kackegal, tut mir echt leid. Heute ist es mir wirklich egal, denn wir brauchten diesen verkackten Sieg und endlich haben wir ihn. Giuliano Camberay aus Albanien ist unser Hero, er gewinnt vor Sören Krag Andersen und Anas Ait El Abdia. Vierter wird Mannion, dann Thurau, Vöckler, Pauls, Korset, Maestri und Paterski. Und damit haben wir in der Gesamtwertung folgendes Bild. Sören Krag Andersen übernimmt Gelb, denn wir hatten ja Camberay bei der ersten Etappe ein bisschen zurückfallen lassen. Leider, sonst hätte er jetzt das gelbe Trikot. Zweiter also Mannion und El Abdia ist auf Rang 3. Was? Für ein emotionales Finish. Ich bin fertig. Trentin ist weiterhin grün, aber Giuliano Camberay ist jetzt punktgleich mit ihm. Aber das wird sich wahrscheinlich wieder ändern. In der Nachwuchswertung führt Andersen vor Abdia und Korset. Biedermann immer noch siebter. In der Teamwertung führt Kuwait vor CCC und Astana Austria Cars auf Rang 7. Alter Finne. Camberay holt sich den ersten Sieg bei uns. Hat ja auch bei Skydive Dubai kein Rennen gewonnen. Jetzt holt er sich endlich den ersten Saisonsieg. Was zur Hölle ist denn das? Aha. Dabei ist der von der Fitness her gar nicht so gut gerade, ne? Falls es aktuell ist, oder wie sieht denn das aus? Na, nach. So, ach so, aha. Okay. Kann ich jetzt sehen, wie viele Siege der hat? Hier, naja. Diese Zahl ist ja gar nicht übertrieben mit 5 Nachkommastellen. Alter, betreibt. Ja, Giuliano Camberay holt den so wichtigen Sieg für unser Team. Und das wird natürlich vor allen Dingen auch den Sponsor freuen. So, weil ich jetzt nochmal gucken wollte, ich habe es nicht vergessen. Der hat wirklich so schlechte Werte. Aber der ist doch nicht mit so schlechten Werten gestartet, oder?
So, Baskenland-Rundfahrt. Gazprom kriegt die Wildcard. Wir kriegen keinen. Ich weiß nicht, ob wir welche angefragt haben, aber egal. So, das Ding hat er noch nicht drin. Das wird er aber drin haben. Camberay holt den ersten Saisonsieg, ey. Ganz ehrlich, wenn mir das jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir so lange erstens auf den Sieg warten müssen. Da ist er, ey. Und dass dann erstens Al-Ali Ibrahim ihn beinahe holt und ihn dann Giuliano Camberay perfekt macht. Ich hätte jedem den Vogel gezeigt, der mir sowas erzählt. Ganz ehrlich, das glaubt einem doch kein Mensch. Oder hättet ihr so eine Geschichte geglaubt einfach? Also ich nicht. Ja, nächste Folge sehen wir uns dann die zweite Etappe der Volta a la Comunidad Valenciana an. Eine schöne Bergetappe. Wir haben Nathanael Behane und Luis Verwacke dabei. Zudem noch Jordi Simon, der ja am Berg auch nicht komplett besoffen ist. Also wir haben schön viele taktische Möglichkeiten, da was zu machen. Das Problem ist, glaube ich, nur, wir haben auch irre viele Gegner, ne? Also, ach, Nibali. Natürlich fährt Nibali mit. Wo soll der auch sonst mitfahren? Ich bin mal sehr gespannt, was das wird. Aber wir haben den ersten Sieg geholt. Es war zwar ein unglaublich dreckiger Sieg und irgendwie ist er auch nicht wirklich befriedigend, weil er sehr, sehr, sehr dreckig war und sehr zufällig auch entstanden ist. Wir schauen ganz kurz, um ein besseres Gefühl zu haben, in die Super Prestige, sehen, dass wir momentan um ein paar Punkten an Cofidis vorbeigezogen sind und momentan wären wir, wenn jetzt die Saison vorbei wäre, aufgestiegen in die erste Liga. Caja Rural und Lotto Jumbo NL wären abgestiegen zum jetzigen Zeitpunkt. Aber gut, das ist jetzt alles nur Hirngespinst. Wir müssen noch viel, viel arbeiten, um es tatsächlich zu schaffen, in dieser Liga zu bleiben. Ganz ehrlich, das wird eine Heidenarbeit. Ich bin wirklich unfassbar froh. Ich glaube, man hat es ein bisschen gemerkt, dass wir jetzt endlich den ersten Sieg geholt haben, nach so langer Durststrecke. Mein lieber Mann, wie viele Parts musstet ihr jetzt warten? Fast 20? Ich weiß es nicht, ich habe nicht mal mitgezählt, ganz ehrlich. Oh Mann, danke Giuliano. Danke Giuliano Camberay. Hat der einen Vertrag fürs nächste Jahr? Ja, hat er. Ansonsten wäre das auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Bewerbung gewesen fürs nächste Jahr. Das war sehr stark. Das war sehr wichtig, vor allen Dingen auch. Na gut. Ich würde sagen, wieder mal danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, in der wir dann versuchen werden, diesen Haufen an Fahrern irgendwie zu einem erfolgreichen Team umzumodeln. Bei der Comunidad Valenciana Rundfahrt, bei einer sehr bergigen Etappe. Mal schauen, wie sich Neuzugang Behane schlägt, wie sich Neuzugang Verwacke schlägt, wie sich Neuzugang Simon schlägt. Bin sehr gespannt. Also, ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich habe ja die Aufnahme angefangen um 10:30. Es ist jetzt fast 10:30. Aber endlich habe ich den Sieg. Jetzt kann ich schlafen gehen. Also, macht's gut, Leute. Danke fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Fritte.